So, auch wenn hier Bodensee steht, wir sind nicht am Bodensee. Wir sind unterwegs. Und zwar stehen wir in der Region Heilbronn-Franken. Das ist die Nachbarregion zur Neckar-Odenwald. Das ist also Baden-Württemberg, gibt es nicht nur Badener und Württemberger, sondern da gibt es auch Franken. Und diese fränkische Region von Baden-Württemberg, das ist also Hohenlohe und eben Heilbronn. Und wir stehen in Neckarsulm an einem Stellplatz beim Aquatoll und fahren heute in den Bereich Neckar-Odenwald nach Neckarzimmern. Und dort, Ursi? Das lasst ihr euch mal überraschen. Wir werden es euch dann zeigen, wo wir heute hinfahren wollen. Guten Morgen zusammen. Ja, übrigens, die beiden Tablets, die bei uns auf dem Küchentisch stehen. Auf dem Esstisch, meinst Ja, jetzt ist das die Küchentisch, ja, auf dem Esstisch, auf dem Frühstückstisch, Ja, ja. ich habe die Milch Ja, vergessen. das sind unsere Tageszeitungen. Wir bekommen unsere Tageszeitung jeden Tag. Um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts ist sie schon da, weil wir ein sogenanntes Online-Abo haben oder E-Paper-Abo. Und da können wir dann an die Ursi an ihrem Tablet und ich an meinem Tablet die Zeitung laden und dann gemütlich lesen. Das ist der Luxus, den wir uns gerne gönnen. Papierausgabe brauchen wir schon gar nicht mehr, weil wir eigentlich zu viel unterwegs sind. Genau so ist es, ja. Und in der Zwischenzeit habe ich mich auch daran gewöhnt, die Zeitung auf dem Tablet zu lesen und nicht mehr in der Hand zu halten. Ja, da war ein bisschen Überzeugungsarbeit von mir notwendig. Aber mit der Zeit geht es dann doch, dass man die Ursi auch online bekommt. Also, wir melden uns dann später. Jetzt müssen wir erstmal frühstücken. Ja, genau, so machen wir es. Ja, und zu dem Thema nochmal digitale Zeitung auf dem Tablet. Unsere Tablets haben keine eigene SIM-Karte. Die kann man nur online betreiben über WLAN. Und um WLAN hier an Bord zu haben, haben wir diesen kleinen mobilen Router. Also wir hatten das Ganze auch schon mit dem Handy gemacht, indem wir einen Hotspot eröffnet haben. Aber noch besser ist dieser mobile Router. Der kostet nur ein paar Euro im Monat. Und dafür hat man dann, ich glaube, bis zu 20 Gigabyte Volumen, Datenvolumen. Den schalte ich an und alle Geräte können sich wie daheim in WLAN verbinden. Und das WLAN ist in der Regel sehr gut. An manchen Stellen ist es dann etwas schlechter, das kennen wir ja in Deutschland. Aber in der Regel ist es sehr gut. Da, wo wir jetzt stehen, ist es eigentlich sehr okay. Die Zeitungen kommen dann automatisch heruntergeladen auf unser Tablet und in der Früh, wenn wir aufstehen, dann können wir sie lesen. Das noch zur Ergänzung. Was ist noch was? Nö, eigentlich nichts, ja. Machen wir uns fertig und fahren weiter, oder? Ja, genau. Also. Aber ich habe die Zeitung noch nicht fertig gelesen. Wir müssen noch ein paar Minuten warten. Ja, ich bin ja noch nicht einmal angezogen, richtig. Also von mir aus kann es losgehen, aber von der Ursi aus noch nicht, denn die befindet sich noch im Badezimmer. Aber das wird sich jetzt auch bald ändern und dann starten wir los. Und jetzt kommt die Hümmer-Gedenkminute. Hier ist unser Rollo und das ist der Schalter dazu. Laut Beschreibung Hümer sollte ein Tastendruck genügen und der Rollo fährt nach oben oder nach unten. Aber bei unserem Fahrzeug ist es anders. Da muss ich auf die Taste halten. So, jetzt fährt er hoch. Und während er hochfährt, muss ich meinen Finger auf der Taste lassen. Deswegen nenne ich das Ganze gern die Hümer-Gedenksekunden. So denke ich jeden Tag an die Firma Hümer, die eine Beschreibung herausgibt, in der es heißt, dass ein Tastendruck genügt
und dann eine Variante einbaut, in der man den Finger auf der Taste lassen muss. Wer das jetzt für kleinlich empfindet, muss ich sagen, das kann so sein, aber mir wäre ein Tastendruck wesentlich lieber. Leider lässt sich, kann die Firma Hümmer das nicht bewerkstelligen bei unserem Fahrzeug, warum auch immer. Müssen wir damit leben? Können wir auch damit leben. Aber gesagt wollte ich das auch mal haben. So, und jetzt fahren wir los, wenn die Ursi fertig ist. So, das ist der Stellplatz beim Aquatoll. Da vorne ist die Entsorgungsanlage, vielleicht kann man das sehen. Und da oben ist dieses Freibad. Deswegen stehen hier mittlerweile auch ein paar Autos, das sind die Besucher. Und hier haben wir heute Nacht geschlafen. Es war schön ruhig und wir waren auch die Einzigen hier. Also kann man gut stehen und der Stellplatz ist kostenlos. Entsorgung ist vorhanden. Frischwasser gibt es leider nicht. Der ist abgestellt wegen Frostgefahr. Ist etwas blöde, weil wir irgendwo jetzt Frischwasser herbekommen sollten, denn wenn man sich duscht im Wohnmobil, dann verbraucht man doch ganz schön Wasser. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir an das Wasser rankommen. So, Neckarsulm bei Heilbronn ist es. Das ist jetzt die Versorgungsstation. Außer Betrieb, also Frischwasser tanken geht nicht. Hier ist die Entsorgung, aber da ziehe ich mir meine Handschuhe an, bevor ich das öffne. Jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, dass das hier an einem schönen Berg liegt. Und das sieht man jetzt im Hintergrund. Schauen wir separat hin. So, also hier stehen jede Menge Leihfahrräder von der Deutschen Bahn. Und wie sich's für Neckarsulm, der Heimat von Lidl und von Kaufland natürlich gehört, ist hier auch Lidl und Schwarzwerbung drauf. Also das ist keine Werbesendung, ich mache hier auch keine Reklame für Lidl. Ich sage nur, das ist die Heimat Neckarsulm. Da ist ja Lidl und Schwarz ansässig und dazu gehört Kaufland und eben die Firma Lidl. Und hier am Aquatoll kann man stehen. Da gibt's, vorne gibt es ein Bus-Shuttle. Das ist ja wahrscheinlich nur in Betrieb, wenn Hochsaison ist. Im Moment ist da in dem Bad nicht viel los, obwohl es ein Hallenbad wohl offensichtlich auch ist. Und da haben wir eine große Parklandschaft. Da sind auch die Sportplätze von Neckarsulm. Das ist ein schöner großer Parkplatz und man steht hier sehr ruhig, kann ich empfehlen. Entsorgungsmöglichkeit ist auch gut. Bis auf das, dass es im Moment kein Frischwasser gibt, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt fahren wir zum Götz. Jetzt sind wir gleich bei der Burg Hornberg. Also jetzt sind wir mal bei der Burg Hornberg angekommen. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht, ob wir überhaupt rein können, ob sie offen hat oder ob es zu ist. Und alles Weitere erzählen wir euch dann, sobald wir drin sein sollten. Ansonsten verschieben wir unseren Ausflug auf ein anderes Mal. Aber jetzt sehen wir erst mal weiter. Oder? Was sagst du? Durchs Tor passen wir nicht durch, da müssen wir durchlaufen. Ja,
deshalb werden wir jetzt aussteigen. So, das ist die Götzenburg. Leider eingerüstet und leider habe ich nicht mehr viel Strom. Aber zumindest kann man sie noch mal zeigen. Und dann haben wir noch die andere Kamera. So, wir sind hier jetzt auf der Burg vom Götz von Berlichingen. Den kennt ihr bestimmt alle. Der hat einen ziemlich berühmten Ausspruch getan. Aber das wird euch der Helle erzählen, denn da freut er sich schon drauf. Sind wir beim Panorama-Restaurant und was jetzt natürlich geschlossen hat. Ja, aber da kann man also wohl schöne Familienfeiern durchführen. Vielleicht ein Tipp für diejenigen, die sich mal für eine Familienfeier hierher verirren wollen. Im Moment hat es geschlossen. Also wir stehen jetzt auf der Aussichtsterrasse und zwar auf der Burg Hornberg in Neckarzimmern. Das ist der Neckar-Odenwald-Kreis. Direkt im Anschluss an den Heilbronn, an den Kreis Heilbronn. Ja, und hier ist also die wahre Burg von Götz von Berlichingen. Ihr kennt den Götz von Berlichingen. Es gibt ein Schauspiel von Goethe und der ausschlaggebende oder der berühmte Satz da drinnen ist, sagt eurem Herrn, er kann mich am Arsch lecken. Am Hintern? Es wird auch gesagt, dass er das nicht in dieser Form gesagt hat, dass man das dann eben etwas dramatisiert hat. Und in Wirklichkeit hat er nur gesagt, sagt euren Herrn, er kann mich hinten lecken. Ja? Aber das, was das Gleiche bedeutet, aber das überhaupt in dieser Form gesagt hat, ist natürlich auch nicht hundertprozentig sicher. Mit der Geschichte kann man immer was anfangen. Auf jeden Fall der Goethe, den Goethe hat es gefallen und er hat ein Schauspiel, den Götz von Berlichingen, daraus gemacht. Ja, anscheinend hatte Götz ja seine Memoiren aufgeschrieben und da hat er das aber so geschrieben. Also heißt's. Ja. Dann wird es auch so sein. Und wie sagt man da jetzt heute, der Ausspruch, den Jung und Alt kennt, was natürlich nicht so toller Ausdruck ist. Ich nehme es nicht in den Mund. Komm, sei nicht so. Leck mich am Arsch. Also wir hoffen, dass YouTube uns jetzt deswegen nicht sperrt. Ja? Das war nur historisch. Wir haben nur die Historie zitiert. So. Und jetzt können wir ja noch vielleicht einen Schwenk machen. Dann, wie die meisten Burgen und Schlösser, stehen die natürlich an einem wunderbaren Aussichtspunkt mit einem tollen Blick ins Tal. Heute ist das Wetter leider etwas sehr trübe, aber wir können ja trotzdem mal so einen kurzen Schwenk machen, ja, so am Neckar und die nächste Ortschaft. Klar, und die ich wollte bloß vorher noch was sagen. Ja? Die Götz von Berlichingen Festspiele finden ja in Jagsthausen statt. Jagsthausen ist ungefähr 30 Kilometer von hier entfernt, gehört noch zum Landkreis Heilbronn. Aber die Götzenburg ist die Burg Hornberg bei Neckarzimmern. Die hat er Anfang des 16. Jahrhunderts gekauft. Hier hat er auch gute 40 Jahre gelebt und hier ist er auch zu Tode gekommen. In Jagsthausen, das war die Burg seines Bruders. Und da finden diese Götz von Berlichingen Festspiele jedes Jahr statt. Der Götz von Berlichingen war ein fränkischer Reichsritter aus Hohenlohe. Und er war bekannt durch seine eiserne Hand, denn seine rechte Hand hat er im Kriegseinsatz verloren. Der Götz war ziemlich hart im Nehmen, ist keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen. Umso erstaunlicher ist es, dass er über 80 Jahre alt geworden ist. Die beiden zuletzt gezeigten Bilder sind Fotoaufnahmen von Immanuel Giel und vom Landesarchiv Baden-Württemberg. Die eiserne Hand kann man heute in Jagsthausen noch in einem Museum original besichtigen.